Ja, ich wäre froh, wenn jetzt endlich einer präsentiert werden würde. Ein Trainer. Es ist ja Drama, wie es momentan läuft, aber ich denke, das wird mal wieder weitergehen. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt gerade geschieht. Ja, ich hoffe, dass sie jetzt lang genug schauen und gut suchen, dass wir jetzt einen richtig guten Trainer mal kriegen. Wir brauchen einen Trainer, der wirklich durchgreift, der bewusst spielt auf den Aufstieg hin, der auch Mut zeigt und sicher, die auch eine gewisse Erfahrung mitbringt. Wir hatten hier Trainer, die die Erfahrung nicht hatten, die sicher auch Mut zeigten, aber wir brauchen jemanden, der wirklich routiniert ist in diesem Bereich. Ich würde mir einen wünschen, so wie ich würde den Lothar Matthäus einmal eine Chance geben. Ein bisschen härter, so ähnlich wie der Lorenz, würde ich mir wünschen. Ja, das müsste halt wieder ein Lorenz sein oder sowas. In dieser Art. Es gibt natürlich welche, aber die kriegen wir wahrscheinlich nicht. Das muss ich jetzt auch nicht viel veräußern, aber nee, also schauen wir mal, was der Vorstand macht. Ob sich mal einer findet, der das Ganze wieder aus dem, den ganzen Karren aus dem Dreck zieht, aber das ist immer gute Hoffnung.